Willkommen im Haus des Schreckens. Okay, gucken wir uns mal gleich genauer hier um, was wir alles so Schönes hier haben. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo ein Kämmerchen. Da, wenn ich jetzt das Feuerzeug benutze, dann sollen irgendwie die Fledermäuse verschwinden. Ich glaube, das wäre hier die Kammer. Ja. Dann bleiben nämlich fern die Fledermäuse. Ein sehr nutzvoller Trick. Die mögen nämlich kein Feuer, müsst ihr wissen. Deswegen, wenn ihr euch nicht hier mit dem Feuerzeug ausrüstet, beziehungsweise es benutzt, dann, ja, habt ihr ein kleines Problem. Stahlkoffer. Okay, da war, glaube ich, irgendwas drin. Das wäre so ein Schaltersystem. Einfach Schloss. Okay, machen wir Dietrich. Können wir jetzt noch nichts machen. Die Green Herbs werde ich erstmal, glaube ich, ablegen. Weil da oben gab es einen Safe Room. Aber den werde ich jetzt noch nicht... Nein, den werde ich noch nicht besuchen. Das ist noch zu. Eine Kleinigkeit brauchen wir nämlich noch. Da liegt was Munition. Die nehmen wir gleich mit. Uninteressant. Das ist alles uninteressant. Da ist auch noch zu. Und jetzt werden wir endlich was finden, worauf ich schon lange gewartet habe. Ich freue mich schon so auf das Objekt. Es ist natürlich die Kiste, mein bester Freund. So, Marineausweis ablegen, den Stahlkoffer weg, den brauchen wir nicht. Das benutzen. Nee, noch nicht. So schlimm ist das Areal jetzt noch nicht, als dass ich irgendwie jetzt speichern würde wollen. Ein First Edsel werde ich erstmal hier ablegen. Das wollte ich auf jeden Fall bei mir. Da liegt noch mehr Munition. Und hier. Notiz, Sekretärs. Seit 4 Jahren. Deni ist Sir Alfred. Nun schon, er vertraut niemanden, obwohl ich sein Sekretär bin, darf ich sein Privatanwesen immer noch nicht betreten. Was hat er bloß für ein Problem? Man sagt, er lebt mit einer Zwillingsschwester Alexia in einem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster stehen sehen. Es könnte diese Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnlichen Schönheit hier alle schwärmen. Ich habe Sir Alfred einmal darauf angesprochen, aber das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich ein Privatsekretär bin, lässt er mir nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihm frage, bringe ich mich in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht mehr nur ein Rätsel, warum er aus seinem Privatleben mit Alexia solch ein Geheimnis macht. Robert Dawson. Ah, da liegt gerade Farbband auf der Tischecke. Das würde ich aber auch gerne sparen. Deswegen packe ich es zum anderen Farbband dazu. Den Tisch hier können wir nämlich verschieben. Da ist was drunter, das wir benötigen. Das hier, die Umbrella-ID-Karte. Jetzt mache ich es so, ich werde das große Green Herb ablegen und das kleine Green Herb werde ich mitnehmen. Falls mich so ein Zombie anknabbern sollte.
dass ich dann was auf der Hand habe. Ich könnte mal das Feuerzeug weglegen. Sonst verpiss dich doch, die Ozonschicht! Mit meinem Butangas oder so. Waren da oben Kräuter? Oder habe ich jetzt Knick in der Optik? Okay, das waren keine Kräuter. Aber waren die oben nicht auch Kräuter? Nee. Dann waren wir wahrscheinlich nur so. So, Claire, noch sind wir nicht ganz fertig. Und zwar auf der Rückseite von der ID-Card ist ein Code. NTC0394. Okay. NTC0394 und Enter. Prüfe ID-Nummer. ID bestätigt. Das Schloss wird entriegelt. Brauchen wir nicht mehr. Und was kommt natürlich wieder mal in solchen langen Fluren? Zombies! Ich muss wieder messern. Ich glaube, es hat sogar mal jemand gemacht, eine Messer-Challenge von diesem Game. Das war jetzt knapp. Oh, der steht noch. Der kriecht noch. Da kommt schon der nächste. Ich muss sagen. Oh, einmal quer durchs Kreuz. Wunderbar, wunderbar. Ist hier noch so ein. Ja. Der hat noch nicht hell nochmal. Ist verschlossen. Hab ich da noch einen gehört? Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Ich glaube, der ist tot. Ja, der ist tot. Naja, der hat mit seinem Glück, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden gemacht. Nö, ist noch gut. Ist alles schick. Alles im grünen Bereich. Alles wunderbar. Pistolenmunition. Super. Gab es hier noch irgendwo was? Ich glaube ja. Wir müssen nehmen. Katzi. Und Sesam, öffne dich. Eine Geheimkammer voller cooler Waffen, die wir leider nicht mitnehmen können.
So. Die nehmen wir mal kurz mit. Ich zeige, was dann passiert. Genau. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Es wird heiß hier drin. Wir müssen nämlich ganz schnell die Waffen zurücklegen. Ansonsten werden wir gegrillt. Nein, nicht ausrüsten. Adios, God Lodges. So, ich glaube, wir müssen. Oh! Oh, 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 da ist noch was Wichtiges, müssen wir mitnehmen. Das Steuerrad, das brauchen wir noch. Das wird wichtig sein. Apropos wichtig, seht ihr die beiden Waffen hier? Das sind nämlich Paare und die werden noch wichtig sein. Ich glaube, das werde ich euch gleich noch zeigen können. Ach ja, überall keine Zombies. Ah, es hat schöne Ruhe hier. Ja! Help me! Steve? Was hat er jetzt wieder angestellt? Mal gucken, was er jetzt wieder angestellt hat. Und ich weiß, woher das kam. Nämlich aus genau dem Raum, wo wir gerade schon gewesen sind. Ja, ihr hört schon. Der Alarm ist aktiviert. Mein Gott, ihr Herz, da rast. Ja, die Konsole ist draußen. Und da ist die, werden durch die Waffen genommen. So, Paare. Ich habe euch vorhin schon gezeigt, die Waffen sind die Paare und das waren nämlich Jen. Und ich glaube. Nee, D war es nicht. C. Genau, C. That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait! Macht sie einfach aus dem Staub mit den God Lodges. Naja, die waren sowieso. Da war sowieso, glaube ich, keine Munition drin, oder? Doch, ich glaube, da war Munition drin. Aber wir brauchen die doch. Na egal, gut. Die werden wir uns dann schon noch schnappen. Im späteren Verlauf. Erstmal zurück zum Safe Room. If you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc.
Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Oh Gott, ist das ein Freak. Ich erinnere mich, Code Veronica, der Typ ist ein richtiger Freak, finde ich. Allein schon die Lache, habt ihr es gerade gehört? Boah.